Keine imposante Neubaukulisse eines Luxushotels mit Ferienbungalows für gut zahlende Wohlstandsurlauber. Hier in Auersmacher im Landkreis Saarbrücken entsteht ein Alten- und Pflegeheim mit Bungalows. Karitativer Initiative ist es zu verdanken, dass dieses Millionenprojekt mit staatlicher Hilfe verwirklicht werden kann. Dabei geht man in Auersmacher neue Wege, den Weg der Dreiteilung. Diese fast villenartig anmutenden Bungalows gruppieren sich um ein Hauptgebäude, das eigentliche Alten- und Pflegeheim. Auch die Personalfrage, in Altenheimen immer Problem Nummer 1, ist hier gelöst. Spanische Ordensschwestern betreuen die alten Menschen. Noch rüstige, alleinstehende alte Menschen und alte Ehepaare wohnen in diesen schmucken Häuschen. 16 Bungalows sind bereits bezogen. Weitere 16 Bungalows sind im Bau. 433.000 Mark wurden vom Schwesterndienst St. Barbara für die ersten 16 aufgebracht. 462.000 Mark sind für die weiteren Bungalowbauten notwendig. Warum Bungalows als Altenheime? Bei dem Plan stand der Gedanke, Pate, den betagten Rentnern und Pensionären eine Möglichkeit zu geben, sich so lange wie möglich selbst zu versorgen. Die Bauten werden bequem angelegt. Man findet in Auersmacher im Gelände keine Treppen. Ein Projekt, das auch die Unterstützung des Ministeriums für Arbeit und Sozialwesen fand. Erst wenn sich die alten Menschen nicht mehr selbst helfen können, ziehen sie in das Hauptgebäude. Hier wird noch eine Heim- und Pflegeabteilung eingerichtet. Etwa 105 Personen werden hier eines Tages betreut werden. Bäderabteilungen für Altersleiden, Arzt- und Behandlungsräume, ein Aufenthaltsraum und Möglichkeiten für Gymnastik und Hobbys werden geschaffen. Im Erdgeschoss entsteht die Küche mit Nebenräumen und den notwendigen technischen Einrichtungen. Außerdem sind in dem Hauptgebäude Wohnungen für das Personal vorgesehen. Der erste Spatenstich für das Altenzentrum wurde am 1. Juni 1963 getan. Auch die Bürger von Auersmacher, eine Gemeinde mit rund 2500 Einwohnern, halfen mit beim Bau. Etwa 100 Männer haben hier ohne Entgelt 10.000 Arbeitsstunden geleistet. Der ganze Ort nimmt regen Anteil an dem Bau auf der Höhe St. Barbara. Einst tummelte sich hier die Dorfjugend, denn früher war dieses Gelände ein Sportplatz. Es gehört der Kirche. Und so konnte Pastor Rudolf Müller von Auersmacher ein Grundstück finden, um diesen Wunsch seines Lebens zu verwirklichen, den Bau eines alten Zentrums nach seinen Ideen. Paul Simonis, Minister für Arbeit und Sozialwesen, sieht hier auch die Entstehung eines Teilstücks seines alten Plans. Die Errichtung von Alters- und Pflegeheimen ist eine der bedeutsamsten Aufgaben, welche der modernen Sozialhilfe gestellt sind, erklärte er kürzlich. Das Modell des Projektes sieht Pastor Müller vor sich, wenn er in der Pfarrwohnung den Papierkrieg erledigt, der sich mit den Bauarbeiten entwickelt hat. Pastor Müller, der von der Mosel stammt, wirkt seit 1958 in Auersmacher. Er war Pastor in Altersheimen. Vieles hat mir nicht gefallen, sagte er. So reifte bei ihm der Plan. Mit diesem Plan ging er regelrecht hausieren, in Bonn und bei der Regierung des Saarlandes. Er interessierte den Landrat dafür und klopfte beim Bistum an. Die Finanzierung kam langsam zustande. Mit etwa 3 Millionen Mark veranschlagten die Architekten diesen Plan. Er erhielt 600.000 Mark an Wohnungsbaudarlehen aus Bundes- und Landesmitteln. Das Ministerium für Arbeit und Sozialwesen in Saarbrücken unterstützte ihn bereits mit 700.000 Mark an verlorenen Zuschüssen. Weitere 600.000 Mark werden voraussichtlich 1966 und 1967 gezahlt. 300.000 Mark kamen vom Bistum und 75.000 Mark vom Landkreis. Mit Bargeld halfen auch die Einwohner von Auersmacher, nämlich die Mitwirkenden der Passionsspiele, die in Auersmacher seit 1634 stattfinden. Etwa 200 Einwohner spielen mit. Sie beschlossen, ihre Einnahmen von 20.000 Mark dem Schwesterndienst St. Barbara für den Weiterbau am Altenzentrum zu stiften. Viele Anfragen alter Menschen gehen bei Pastor Müller ein. Alte Menschen, die für den Lebensabend Ruhe suchen. Mehr Anfragen als Plätze vorhanden sind. Im Saarland sind 2000 Plätze in Altersheimen und 450 Pflegebetten vorhanden, stellte Minister Simonis fest. In dem alten Plan seines Ministeriums wird der Bedarf bis zum Jahre 1975 auf weitere 1750 Heimplätze und etwa 1000 Pflegebetten geschätzt. Dafür wären nach seiner Berechnung 82,5 Millionen Mark notwendig. Die Regierung sieht sich in einer Zwangslage.
Das ist das Fazit, das Minister Simonis zieht. Eine verantwortungsvolle Regierung müsse das Notwendige und Wünschenswerte mit dem Möglichen in Einklang zu bringen suchen. Diese nüchterne Feststellung, so betonte der Minister, solle aber die karitativen Verbände nicht abhalten, weiterhin auf dem Gebiet der Altenhilfe tätig zu sein. Es ist eine moralische Verpflichtung und menschliche Dankesschuld, dass wir jene Generation, die in einem Leben voller Arbeit die Grundlagen für unsere heutige wirtschaftliche Existenz, für unseren heutigen Wohlstand geschaffen hat, in unserer gegenwärtigen sogenannten Wohlstandssphäre nicht vergessen, forderte Minister Simonis. Keiner unserer alten Mitbürger dürfe irgendwo in der Vereinsamung bleiben. Wir sollten ihm eine Heimstatt, einen Platz sichern, der ihn ständig Fürsorge und Teilnahme spüren lasse. Hier in diesen Bungalows sind solche Heimstätten geschaffen worden. Nur 92 Mark kosten die bereits bezugsfertigen Kleinwohnungen. Es sind kleine Küchen und Badezimmer, Räume für Menschen, die keine großen Ansprüche stellen. Aber sie genügen für ein betagtes Ehepaar voll auf, wie uns die Bewohner strahlend versicherten. Sogar an einen Abstellraum hat man gedacht. Das Schlafzimmer ist mit einem Vorhang vom Wohnzimmer abgetrennt. Der Wohnraum selbst ist groß genug, um ihn geschmackvoll auszustatten. Wir besuchten zur Adventszeit die Auersmacher und das erzählten sie uns. 1944 fiel eine Bombe ins Haus. Da wurde mein Mann dabei getroffen. Und später wurden wir evakuiert. Als wir wieder zurückkamen, hatte ich leider keine Wohnung. Bis dann später kam ich wieder in eine Wohnung. Da musste ich wieder umziehen. Ich hatte schön gewohnt dort, aber durch den viel Autoverkehr konnte ich nachts halt nicht schlafen. Später hörte ich davon hier von der Wasmacher, von meinem Pastor, dass er wird bauen. Und da habe ich mich da um meinen Bungalow beworben. Und da wohnen wir so schön hier. Wir haben hier unsere Ruhe, wir können nachts schlafen. Und wir haben es schön warm, wir werden betreut. Der Herr Pastor guckt immer nach uns. Wir haben auch so schöne Aussicht. Und wenn dann das Frühjahr kommt, dann ist das so schön, wenn die Bäume blühen. Die Wiesen werden wieder grün. Und dann ist das alles wieder so schön. In dieser Siedlung von Kleinwohnungen schaffen sich die alten Menschen einen neuen Bekanntenkreis. Sie können später einmal sogar noch im Alten- und Pflegeheim helfen. Sie sehen dann, wie sehr sie noch gebraucht werden. Gleichzeitig haben sie aber für ihre alten Tage eine Heimat inmitten vertrauter Möbel und lieber Erinnerungen. Grundsatz des Schwesterndienstes St. Barbara ist auch, so wenig Heim wie möglich, so viel Heim wie notwendig. Warum dieses Ehepaar hier wohnt, ließen wir uns erzählen. Und hauptsächlich war es die Grube, Unruhe, wo man das hatte. Man konnte nachts nicht gut schlafen. Und wir haben auch an der Straße gewohnt, wo die Autos rauf und runter sind. Da hatte man gar keine Ruhe mehr gehabt. Und hatte meine Schwägerin mir keine Ruhe gelassen. Wir sollen hierher kommen. Hier gäbe ich schöne Häuser gebaut. Da bin ich mal ansehen gekommen. Und hat es mir gleich gut gefallen. Ein schönes Zimmer. Hat mir das so illustriert vorgestellt, wenn ich es mal eingerichtet habe, wie das sein kann. Hat mir auch näher ganz gut gefallen. Ich wünsche, dass ich noch ein paar Jahre länger habe. Da haben wir neu eingerichtet. Was so drum ist und dran ist, haben wir gekauft. Ich fühle mich jetzt sehr gut und es ist heimlich alles. Und wir haben so unser gutes Auskommen. Und es ist so schön hier. Ich bin 7-mal operiert, schlechte Zeiten mitgemacht. Dann bin ich in Pension 48. Hier lebt man ruhig und gesund. Ich fühle mich richtig geborgen hier. Geborgenheit, das ist, was sie suchen. Immer wieder stellen sich alte Menschen die Frage, wer sorgt für mich? Hier auf St. Barbara ist ihnen diese Sorge genommen. Eine Sorge, die in der Bundesrepublik immer mehr Menschen beschäftigen wird. Eine Reform ist notwendig, sagt Pastor Müller. Und er setzt bescheiden hinzu, das Bauobjekt St. Barbara Höhe will ein Beitrag zur Lösung dieses Problems sein. Uns scheint, er hat eine Lösung gefunden.